Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum zweiten Part, der sich mit den Spielneuheiten aus 2023 befasst. Und ja, das letzte Mal habe ich eher mehr über Remakes und DLCs gesprochen, von Spielen, die jetzt nicht ganz so neu sind für dieses Jahr, aber neuen Content bekommen. Und in diesem Part, und ich gehe mal davon aus, wir werden auch noch vielleicht einen weiteren Part haben, beschäftige ich mich mit komplett neuen Spielen oder Spielfortsetzungen von bereits existierenden Spielen, aber an sich alleinstehend neuen Spielen. Und ja, ich versuche so ein bisschen meine Eindrücke zu schildern. Nagelt mich bitte nicht darauf fest, das ist so das, was ich jetzt in den ersten Trailern gesehen habe oder was ich so gelesen habe von den Firmen. Und im Endeffekt ist bei vielen noch kein Release-Datum so richtig bekannt, einfach nur ein Zeitraum. Falls sich das jetzt in der Zwischenzeit ändert, seht es mir nach, dass ich das jetzt vielleicht zu dem heutigen Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, falls ihr euch irgendwann mal später dieses Video anschaut. Und ja, ich freue mich sehr, euch da jetzt einfach so ein bisschen durch meine Favoriten durchleiten zu können. Ich meine, dieses Jahr ist ein super spannendes Jahr in Richtung Spiele. Es gibt ganz, ganz viele neue Spiele auf dem Markt und auch Next-Gen-Konsolen, die dann auch noch was zu bieten haben. Und ja, ich hoffe, euch gefällt so ein bisschen meine Auswahl, die ich euch jetzt so leicht erläutern werde. Natürlich kann ich da jetzt nicht alle Spiele unterbringen, die dieses Jahr erscheinen, sondern spreche eher die an, die mich persönlich interessieren und die ich vielleicht dann auch spielen werde oder verfolgen werde, wenn sie dann released sind. Außerdem ist alles hier im Rahmen von einem Nicht-Sponsoring. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich hier diese Spiele nenne. Es ist alles unbezahlte Werbung, weil ich die Namen nenne oder auch die Publisher nenne, aber ich mache hier durchaus überhaupt gar keine Werbung. Ich möchte euch einfach nur meine Eindrücke schildern und was ihr dann im Endeffekt aus diesen Infos macht, bleibt dann euch überlassen. Und ja, ich würde sagen, viel, viel Spaß und wir fangen dann an. So, dann fangen wir doch gleich mal mit einer meiner persönlichen Perlen an. Und ja, ich gebe euch mal so ein paar Rahmendaten. Es ist von einem deutschen Unternehmen oder einem deutschen Entwicklungsteam kreiert worden, von Limbic Entertainment, zusammengekreuzt mit der Unterstützung von Bandai Namco. Und ich spreche von keinem geringeren Spiel als Park Beyond. Und Leute, ich muss euch sagen, bei Park Beyond ist mein Herz explodiert. Ich werde euch jetzt nur nochmal so als kleiner Disclaimer gar nicht so viel über die Publisher erzählen können oder sagen gerade in dem Moment. Es gibt auch noch kein Release-Datum, wenn ich das zurzeit richtig gesehen habe. Systemtechnisch habe ich auch nur gesehen, dass es für PS5 und über einen Computer auf jeden Fall gehen soll. Ich weiß aber nicht, ob das auch nochmal neue Rahmenbedingungen kriegt und auch in Zukunft für andere Konsolen zugänglich wird. Im Endeffekt möchte ich auch in den Parts nur darüber sprechen, warum ich die Spiele so cool finde und warum ich sie auch spielen möchte. Aber falls euch nochmal die Infos zu den Publishern interessieren, sagt mir einfach Bescheid, dann werde ich das nochmal eher berücksichtigen. So, raus nochmal aus der kleinen Exkursion. Ja, Park Beyond. Ich glaube, da muss ich gerade auch nochmal so einen leichten Schwenker machen. In meiner Kindheit habe ich es einfach unfassbar geliebt, diese Zoo- und Funpark-Simulation zu spielen, sprich Zoo Tycoon und Rollercoaster Tycoon. Da habe ich sehr, sehr viele Stunden damals mit verbracht. Das macht mir immer noch unheimlich viel Spaß. Und ja, irgendwann gab es zwar zukünftige Ableger, ich fand das aber alles nicht mehr so spielenswert, hatte vielleicht auch nicht mehr diese Konsolen oder Technik, die man dafür gebraucht hat in meiner Jugend. Und dann ist es so ein bisschen im Sande verlaufen.
Und vor ein paar Jahren auf der Gamescom habe ich dann das Ganze wieder aufgegriffen mit Planet Zoo, Planet Coaster. Das sah unfassbar gut aus. Ich habe davon noch kein Spiel getestet, aber das sieht unfassbar gut aus und ich habe da auch gute Sachen von gehört. Aber das ist auch nicht der gleiche Publisher, der jetzt Park Beyond rausbringt. Das war jetzt nochmal so eine kleine Exkursion, warum mich das generell so euphorisch macht, weil es auch so einen leichten nostalgischen Faktor hat. Bei Park Beyond finde ich das halt einfach so richtig cool. Das habe ich auch im Rahmen der letzten Gamescom so wahrgenommen. Also vorher ist es mir noch nicht wirklich ein Begriff gewesen, aber ich war mindblown. Das hat mich so gecatcht. Alleine der Trailer, ich weiß nicht, ob den irgendwer von euch schon gesehen hat, aber es war so unfassbar cool inszeniert. Und ja, nagelt mich jetzt nicht unbedingt auf meinen Eindrücken fest, aber auf mich macht es halt den Eindruck, als könnte das Spiel relativ viele gute Sachen bieten. Zumindest vom Trailer aus. Es war ja immer so, wenn ich mich jetzt auf alte oder schon bestehende Funpark-Simulationen beziehe, dass man sich natürlich seinen eigenen Park bauen konnte und es vielleicht auch etwas fantasievollere Attraktionen gab, aber immer auch ja, realistische Sachen. Man konnte hier und da mal was designen, also Farben oder wie die Wagen gestaltet sind. Da konnte man manchmal verschiedene Formen auswählen oder Designs. Man konnte höchstens auch mal seine eigene Bahn bauen, wenn die nach den physikalischen Gesetzen nicht direkt wieder zusammengeklappt ist. Und natürlich auch so Themenwelten sich selber gestalten, das war alles schon möglich. Aber bei Park Beyond finde ich das so unfassbar cool, dass man da noch eine Schippe oben drauf gelegt hat. Und um euch das jetzt einfach mal so ein bisschen zu erklären, es ist so, dass man dann auch ein Funpark baut oder sich so von Attraktion zu Attraktion vorpirscht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, in den bisherigen Informationen ist es wohl so, ich weiß nicht, ob das jetzt zu 100% genau dadurch ist. Also irgendwie kann man Inspirationspunkte kriegen, wahrscheinlich umso öfter die Parkbesucher eine Attraktion verwenden oder ich weiß nicht, wie man diese Inspirationspunkte genau kriegt, aber ich meine, es war umso öfter die Leute diese Attraktion benutzen und vielleicht auch als gut empfinden und dann kann man mit diesen Inspirationspunkten das Ganze upgraden. Und ich weiß nicht, ob die spezifisch dann immer nur für diese Attraktion gelten oder ob man das dann flexibel anwenden kann. Das ist mir im Moment noch kein Begriff. Aber wenn dann so eine bestimmte Leiste erfüllt ist mit den Inspirationspunkten, kann man bestimmte Attraktionen upgraden. Und bei Park Beyond, wie der Name auch schon sagt, das ist einfach einer der Grenzen, nicht nur überschreitet und überwindet, sondern auch ganz andere Maßstäbe setzt. Denn die Attraktionen können so krass geupgradet werden. Wie gesagt, schaut euch einfach mal einen Trailer an. Denn ich habe da mal einen sehr, sehr coolen Beitrag gesehen, wo dann was geupgradet wurde und das sah einfach so krass futuristisch cool aus. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also es war irgendwie so ein Haus mit so Ballons drumherum. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Attraktion sein soll. Oder ich habe auch in einem Trailer so eine Art Riesenrad gesehen, aber in Herzform. Also ihr müsst euch das einfach mal angucken, um vielleicht verstehen zu können, was ich jetzt gerade rede. Denn das ist einfach komplett anders von den Attraktionen, die wir bisher gewohnt sind. Ich gehe mal davon aus, dass die auch ganz klassische Attraktionen haben. Aber was natürlich dieses Spiel besonders macht, sind die Attraktionen, die so super krass abgegradet werden können. Und
Also ich kann es mir gerade noch gar nicht richtig vorstellen, wie dann später der Park aussieht, wenn man da so super abgegradete Sachen hat. Aber ich würde mich da auch echt freuen, wenn man dann nochmal irgendwie ein Demo-Play kriegt oder eventuell das in diesem Jahr auf der Gamescom nochmal testen könnte. Aber schaut euch einfach mal einen Trailer auf jeden Fall an, um grob zu verstehen, was ich jetzt gerade meine mit diesen etwas besonderen Attraktionen. Und genau deswegen freue ich mich auch so unfassbar. A, weil ich damals schon diese Simulation total gern gespielt habe. Aber B, weil das jetzt auch nochmal was Neuartiges ist. Es ist nicht plump genauso wie damals auch, obwohl man da auch immer noch Spaß dran haben kann, einfach einen normalen Park zu bauen. Aber diese Besonderheit, dass man diese Upgrades machen kann und da auch vor allem diese verrückten Dinge oder die etwas kreativeren Ideen umgesetzt werden, die im realen Leben meistens gar nicht möglich sind, finde ich einfach nochmal super kreativ und macht mich total euphorisch. Also wenn ich es kann, dann würde ich es auch gerne spielen. Und werde dann hoffentlich genauso begeistert bleiben, denn der erste Eindruck ist schon bombastisch. Ein weiteres Spiel, auf das ich mich unfassbar eigentlich schon letztes Jahr gefreut habe, aber dann dieses Jahr freuen werde, ist Suicide Squad Kill the Justice League. Jeder, der bisher vielleicht mich so ein bisschen mehr verfolgt hat, weiß, dass ich Injustice 2 damals unfassbar gesuchtet habe und auch in dieses DC-Universe richtig kopfüber eingetunkt wurde. Und ja, ich habe auch damals den Suicide Squad-Film relativ geliebt. Ich weiß, da gab es sehr gespaltene Meinungen, aber ich hatte wirklich ein Herz vor allem für Harley Quinn. Und ja. So als kleine Rahmendetails des Spieles von Rocksteady Studios in Kooperation mit Warner Brothers Interactive Entertainment gegründet bzw. entwickelt worden. Es soll leider wahrscheinlich nicht für die PlayStation 4 erscheinen, sondern für die Next Gen, PlayStation 5, wenn ich es richtig gesehen habe, Xbox One und für Microsoft und Windows, also Microsoft ist ja eigentlich auch Xbox, genau. Also es soll auch auf jeden Fall für PCs zugänglich sein. Ich weiß nicht, ob es irgendwann nicht ein Upgrade, ein Downgrade gibt für die PS4. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach grafisch und alleine an Kapazität vielleicht nicht mehr für die PlayStation 4 möglich ist, das gut abzuspielen. Genau, im Endeffekt kann ich euch auch von der Handlung oder so vom Gameplay nur das mitgeben, was ich bisher selber in Pressemitteilungen oder Trailern gesehen habe. Es soll wohl sehr grob ein Open-World-Spiel in Metropolis, rund um Metropolis sein, aber trotzdem zu den ursprünglichen Arkham-Games zählen. Und eigentlich waren die ja bisher immer mit Batman rund um Gotham City, wenn ich das jetzt richtig betitel. Und ja, es ist wohl das erste Arkham-Spiel, in dem Batman nicht die Hauptrolle spielt. Und ja, es soll wohl mal wieder um den Übeltäter Brainiac gehen, so wie in Injustice 2. Und ja, der ist wohl mit seinem Schädelschiff wieder in Metropolis einmarschiert und hat da die Kontrolle über unsere Lieblings-Superhelden übernommen. Ich meine, in einem Trailer gesehen zu haben, dass er die Kontrolle über, ich glaube, Superman hatte, aber guckt euch einfach mal den Trailer an. Vielleicht war es auch ein anderer Superheld. Und ja, wen könnte man denn am besten für einen solchen Härtefall auf Mission schicken? Genau, Amanda Waller hat sich da mal wieder gedacht, ja, da schicke ich meinen Suicide Squad hin. Und ja,
Die müssen sich dann mal wieder um dieses Problem kümmern, ob sie wollen oder nicht, gehe ich mal von aus. Und ja, der Suicide Squad besteht zurzeit, so das, was man gesehen hat, auf, ja, auf dem Cover vor allem auch und auch in den ganzen Trailern, besteht diesmal die Truppe aus Deadshot, Boomerang, Harley Quinn und King Shark. Und da bin ich auch richtig gespannt, wie die sich spielen lassen. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder Charakter so seine eigenen Abilities mitbringt, Special Moves, sich auch je nachdem vielleicht verschieden spielen lässt. Also ich könnte jetzt mal behaupten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so sein wird. Also bitte nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Deadshot vielleicht besser im Schießen ist als die anderen drei. Vielleicht ist King Shark einfach stärker als die anderen oder kann besser schwimmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch irgendwann schwimmen. Harley Quinn, ich weiß ja nicht, ob man da Rätsel lösen muss, aber vielleicht ist die einfach ein bisschen auch intelligenter als die anderen, weil klar, sie ist auch sehr, sehr crazy. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch ziemlich intelligent ist. Und ja, bei Boomerang bin ich mir gerade gar nicht so sicher, was der vielleicht Cooles kann. Ist es nicht der mit dem Einhorn, der so eine Liebe für Einhörner hat? Ich meine schon. Das ist eigentlich immer ganz cute, finde ich, dass der dann da mit seinen Einhörnern, mit seinem Einhornplush immer Fun hat. Ja. Und das alles im Rahmen eines Open-World-Spiels kann ich mir auch recht spannend vorstellen. Also, dass es immer Hauptquests gibt und Nebenquests. Ich bin nicht so wirklich darüber informiert, ob man die einzelnen Suicide Squad-Mitglieder aktiv auswechseln kann und sich selber aussuchen kann, mit wem man spielt, oder ob man je nach Mission welche zugewiesen kriegt oder ob man die auch innerhalb des Gameplays einfach ja, direkt wechseln kann oder ob, ja, ich weiß es nicht, ob man auf einen dann erstmal bestimmt ist, je nach Quest, oder ob man die aktiv tauschen kann. Ich weiß es nicht. Aber es soll wohl auch einen Mehrspielermodus geben, um dann einfach zu zweit sich durch diese Open World durchzuschnetzeln und Brainiac mal zu zeigen, wo der Hammer hängt und ihn wieder zurück ins Universum zu katapultieren. Und ja, ich bin da relativ gehypt und war damals schon total gehypt. Wie gesagt, ich mag einfach Harley Quinn sehr, sehr gerne und bin auch ein großer Fan nach wie vor von der Injustice-Reihe. Also, ich mag das einfach total. Aber ja, das ist mal wieder eins von sehr, sehr vielen neu erscheinenden Open-World-Spielen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das unheimlich viel Content bietet, dass man da auch sehr, sehr umfangreichen Content kriegt, mit viel Spielzeit verbunden. Ich bin mir manchmal gar nicht mehr so sicher, wie ich das alles unter einen Hut bringen soll, wenn man die Spiele spielen möchte, für die man sie, also für die man sich auch interessiert. Denn also die meisten neuen Spiele haben ja so eine unfassbar starke Spielzeit, die man da rein investieren muss. Da muss man sich eventuell auf ein Open-World-Spiel festlegen. Und ich bin ja gerade bei Genshin Impact noch total drin und im Folgenden, ich weiß nicht, ob ich diesen Part noch mache oder vielleicht im nächsten, es werden da noch einige Open-World-Spiele dieses Jahr kommen und vielleicht muss man sich dann da einfach entscheiden und manche in die engere Auswahl schieben. Also lasst es euch gesagt sein, es wird noch sehr viel mit Open World kommen für dieses Jahr und lasst euch das einfach durch den Kopf gehen, schaut euch die Trailer an. Ich bin sehr überzeugt von dem Spiel und hoffe, dass es vielleicht doch noch für die PlayStation 4 erscheint. Auf das nächste Spiel bin ich relativ zufällig gestoßen, letztens, als ich für eigentlich genau diese Spiele recherchiert habe. Und als ich den Trailer gesehen habe, konnte ich es ehrlich gesagt emotional erstmal gar nicht so richtig packen. Die Rede ist von After Us. Ich habe
wie gesagt, vorher noch nicht wirklich viel von dem Spiel gehört und habe erstmal so als ersten Eindruck den Trailer gesehen und war, ich habe jetzt sogar wieder Gänsehaut, das ist so krass. Ich komme gerade gar nicht klar. Also After Us, wie der Name vielleicht auch schon ein bisschen verrät, soll wohl nach dem Ende der Menschheit spielen. Und also ich habe jetzt so ein bisschen was zu zum Spiel grob gelesen. Also man soll wohl den Naturgeist Gaia spielen können, die durch die, naja, schon verendete Welt zieht und dort dem ein oder anderen Lebewesen, das verstorben ist, seine letzte Ruhe gibt und die sozusagen befreit. Man sieht aber auch, dass Gaia so ein bisschen wieder Licht in diese dunkle Welt reinbringt. Laut den Entwicklern ist es so ein Adventure-Game mit vielen Rätseln, so ein Plattform-Game. Es hat aber was unfassbar Düsteres und Emotionales. Wahrscheinlich, weil es sich auch mit heutigen Problemen auseinandersetzt. Also ich empfehle euch hier bei allen Spielen, die ich vorstelle, einfach mal auch in den Trailer reinzuschauen, damit ihr versteht, wovon ich rede. Es ist irgendwo bedrückend gewesen, diesen Trailer zu sehen. Ich weiß nicht, wie im Endeffekt das Spiel dann aufgebaut ist, ob man auch direkt dieses bedrückende Gefühl bekommt. Aber ja, man kann relativ gut am Trailer erkennen, dass es die Probleme in dieser Welt anspricht. Also ja, Natur wird mit den Füßen förmlich getreten. Tiere sind auf jeden Fall auch involviert. Dass ja, man sieht auch gewisse Kreaturen, die leicht menschenartig aussehen, die mit Öl oder Schmodder überzogen sind und auch so ein paar technische Geräte in sich drin hatten. Also ich glaube, das soll auch so ein bisschen drauf anspielen. Die Menschen, weiß ich nicht, sind sehr auf Technik versiert. Vielleicht auch das Öl, das die Natur zerstört. Und das sollen wohl auch die Antagonisten sein, vor denen man dann weglaufen soll. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen aufgebaut ist wie bei Little Nightmares, dass man ja sich nicht jetzt so aktiv in einem Kampf wehren kann, sondern durch Verstecken oder Rätsel lösen dem Ganzen entkommen muss. Und laut den Entwicklern sollen diese, ja, diese Monster oder antagonistischen Charaktere die Verschlinger heißen. Und da finde ich auch, dass da gibt es so bestimmte Referenzen zu, ja, zur heutigen Welt und einfach wie bestimmte Krisen sich gerade formen und ja, wo es vielleicht in, ich weiß nicht, wie vielen Jahren drin enden könnte. Und ja, ich hatte dieses Spiel nicht auf dem Schirm, bis ich den Trailer gesehen habe und ich bin mindblown. Es ist wirklich sehr schön dargestellt mit dem Naturgeist Gaia. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein emotional behaftetes Spiel wird. Wenn ich kann, werde ich da auf jeden Fall reinschauen dieses Jahr. Ich weiß auch noch nicht so ganz, es ist für Frühling diesen Jahres angekündigt, aber Spring 2023 ist einfach auch eine unfassbar lange Zeit. Also es könnte März, April, Mai, könnte alles sein oder es kann auch nochmal verschoben werden. Es lohnt sich aber mal einfach auch auf die kleineren Spiele mit den kleineren Publishern und Entwicklern
drauf zu gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein kleiner Secret-Tipp für 2023 werden könnte. Mal etwas anderes nach diesem bedrückenden Thema ist von Capcom Street Fighter 6. Ich muss zugeben, ich habe bisher noch keinen Vorgänger so richtig gespielt. Klar habe ich mal Charaktere gesehen, auch aus vorherigen Spielen, habe auch mal ins Gameplay reingeschaut von den Vorgängern, aber selber würde ich jetzt mal behaupten, habe ich es noch nie gespielt. Es ist, wie gesagt, ein ganz klassisches Beat'em-up-Game, das einen Story-Modus bietet, aber natürlich auch Versus-Kämpfe. Wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es auch wieder einen Online-Modus mit Ranglisten, aber auch einen Mehrspieler-Modus, den man offline auch, glaube ich, offline spielen kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wie gesagt, nagel ich mich nicht drauf fest. Und ja, es gab schon einige Trailer zu bestimmten Charakteren, die neu vorgestellt worden sind oder die bereits existieren im Spiel, aber einfach ihren eigenen Trailer gekriegt haben. Und ich habe den Trailer von Kimberly und Jury gesehen und das fand ich schon richtig, richtig cool inszeniert mit den beiden Charakteren. Also unterschiedlicher könnte man jetzt auch Persönlichkeiten gar nicht darstellen. Also Kimberly mit ihrer Fashion, aber auch leicht bubbly, also so quirligen Art, die aber mit ihren Graffiti-Spraydosen auch agiert im Kampf. Und ja, die sieht auch richtig, richtig cool aus vom Design. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich an der Spaß haben könnte, so vom Gameplay. Aber Jury hat mich auch sehr überzeugt. Die ist so, ich würde sagen, richtig badass und auch crazy. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte, aber die ist auch bestimmt ein bisschen crazy. Hat einen relativ coolen Style, aber da muss, also auch ein bisschen spezieller, da muss man auch so ein Typ für sein. Und die hatte auch einen relativ coolen Gameplay-Trailer. So richtig viel über die Story ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich habe immer ein Herz für Beat'em-up-Games, vor allem die viele Ableger haben. Also bei Dead or Alive oder Tekken ist das ja nicht anders, dass die schon sehr, sehr lange existieren und immer wieder neue Spiele bekommen in der Reihe und dann auch die Story fortsetzen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht so wirklich viel über Street Fighter gerade sagen kann, weil ich mich so arg noch gar nicht mit beschäftigt habe. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass ein neues Beat'em-up-Game für 2023 angekündigt ist und habe da mal reingeschaut und der Trailer von Kimberly und Jury haben mich schon echt abgeholt, muss ich zugeben. Und ja, ich denke mal, jeder unter euch, der Street Fighter kennt oder auch ein eingefleischter Fan ist, wird sowieso ungefähr wissen, was ihn sie erwartet. Und ja, ich verfolge das jetzt einfach noch mal ein bisschen eher und vielleicht werdet ihr dann bald ein neues Beat'em-up-Game hier auf diesem Kanal sehen. Zu guter Letzt habe ich noch einen Spieltitel für euch, der leider noch gar kein Release-Datum hat. Deswegen weiß ich tatsächlich gar nicht, ob der jetzt 2023 rauskommt. Ich wollte diesen Spieltitel aber trotzdem genannt haben, weil ich den Trailer einfach gut fand und vielleicht ist für viele das ja auch schon ein Begriff. Ich rede von Haunted Chocolatier. Das ist ein Spiel, das von dem Entwickler Concerned Ape entwickelt wurde, der, ich sag mal, bekannt ist durch Stardew Valley, dass er ja auch über, boah, keine Ahnung, wie lang alleine entwickelt hat. Man muss das echt heraus
stechend sagen, dass es alleine von einem einzelnen Menschen kreiert wurde. Und der arbeitet zurzeit an einem weiteren Spiel, das auch in Richtung Simulation gehen soll. Wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich, so vom Gameplay. Ja, nicht wie Stardew Valley, nicht wirklich, aber was ich so im Trailer gesehen habe, man leitet oder man kreiert sozusagen ein Süßwarengeschäft, also ein Schokolatier ist ja einer, der Schokokonfekt herstellt in verschiedenen Formen. Und ich weiß nicht, ob das auch so magisches Konfekt sein könnte, aber es ist dann auch in so einer Stadt, in der man dann mit den Menschen interagieren kann. Man hat auch im Trailer so süße Geister gesehen. Ich weiß gar nicht, was es mit denen auf sich hat. Und ich bin mir sicher, man kann auch wieder mit den anderen Charakteren eine Beziehung eingehen. Man hat auch gesehen, dass man auf freiem Feld dann Gegner besiegt. Mit dem Loot kann man dann bestimmt seine Konfekte besser herstellen oder neue Waffen vielleicht zum Bekämpfen kreieren, vielleicht auch neues Equipment für die Herstellung von diesem Konfekt irgendwie modifizieren. Also das sieht nach einem sehr coolen Spiel aus und das wäre auch vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, dass man da einfach mal ein Auge drauf wirft und das ein bisschen im Auge behält. Wie gesagt, man weiß nicht so ganz, ob es dieses Jahr veröffentlicht wird oder wann auch immer ein Release-Termin da angesetzt ist. Da gibt es zurzeit nicht mal ansatzweise einen Zeitraum, der da irgendwie angesetzt ist. Aber ich gehe mal davon aus, viele, die Stardew Valley kennen und davon überzeugt sind, die können sich bestimmt über den nächsten Spieltitel von Concerned Apes freuen. Und ja, Haunted Chocolatier, das hört sich auch einfach schon total cool an. Und ich mag ja eh so Sachen so mit Kreieren und dann auch noch mit Süßigkeiten. Und dann hat das noch diesen kleinen spooky Faktor, weil Haunted ist ja auch so heimgesucht mit diesen kleinen Geistern und so. Ich könnte mir vorstellen, dass mir einfach dieses Spielprinzip total gefällt und das so einen gewissen Charme mit sich bringt und total niedlich ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Part auch wieder am Ende angelangt, damit das Ganze nicht zu lang wird. Ja, krass, ich hätte gar nicht gedacht. Ich habe so viele Titel aber auch aufgeschrieben, eigentlich hätte ich es mir auch denken können, dass wir noch auf jeden Fall einen dritten Part zustande kriegen. Und da habe ich würde jetzt mal grob sagen, so die Blockbuster noch für aufgehoben. Also das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss, obwohl das kann man bei Spieltiteln jetzt auch gar nicht sagen. Ich habe da schon einige Perlen entdeckt, die auf den ersten Blick nicht so gehypt worden sind oder auch relativ unbekannte Spiele sind, aber für mich voll die Nummer 1 Spiele geworden sind. Und ja, ich habe aber für den nächsten Part dann ich denke mal, die Blockbuster, die zumindest die meisten in der Spielerschaft hypen, habe ich mir noch für den Schluss aufbewahrt und ich würde mir das sehr wünschen und mich auch sehr freuen, wenn ihr dann im letzten und dritten Part auch nochmal vorbeischauen würdet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.